Ihr wollt für 2 Wochen oder ein bisschen mehr nach Bali gehen und einfach die schönsten Spots nicht verpassen, die man auch immer überall sieht, dann habe ich erstens schon mal den ersten Tipp für euch. Es ist nicht alles auf Bali, es ist viel auch auf den Inseln drumherum. Und deswegen habe ich heute für euch die perfekte Reiseroute mit den coolsten Spots in und um Bali. Hallo, willkommen, ich bin der Max und ich durfte 2022 Bali für 4 Monate mein Zuhause nennen. Das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus. Und ich muss wirklich sagen, dass die schönsten Strände wirklich gar nicht so auf der Hauptinsel von Bali sind, sondern drumherum auf den kleineren Inseln. Und deswegen werden wir auch auf diese Reiseroute eher den Fokus auf die kleineren Inseln legen, aber natürlich auch die Hauptsehenswürdigkeiten in Bali mit reinnehmen. Ich blende euch natürlich auch immer ein paar Eindrücke mit ein, damit ihr euch auch was darunter vorstellen könnt. Zu einigen Inseln habe ich auch schon separate Videos gemacht, die finde ich auch unten in der Infobox. Und was natürlich auch bei einer Fernreise auf keinen Fall fehlen darf, ist eine Auslandskrankenversicherung. Auch dafür habe ich euch unten was in der Infobox verlinkt. Und eine Reisekreditkarte, mit der ihr auch kostenlos am Automaten euch auch Bargeld ziehen könnt. Da kann ich euch nur die Hanseatic-Kreditkarte empfehlen, da habt ihr nämlich keine Kosten, auch unten verlinkt. Und immer zu diesem BNI bzw. Link ATM gehen, weil da zahlt ihr nämlich auch keine Gebühren beim Automaten. Wenn ihr ankommt in Bali, dann landet ihr erstmal in Kuta und da könnt ihr gleich mal einen großen Bogen drumherum machen. Da sind meistens die Australier, die da so ein bisschen ihren Ballermann haben. Deswegen erstmal weg und auf die andere Seite von Bali und zwar nach Sanur zu fahren. Einfach mal für eine Nacht zum Ankommen. Da ist schon so ein ganz schöner Strand und ihr könnt euch auch dort eine Massage gönnen und erstmal was essen und vielleicht den ersten Abend mal ruhig ausklingen lassen. Weil dann würde ich euch echt empfehlen, gleich am nächsten Tag runter von der Hauptinsel von Bali und macht erstmal die Inseln drumherum. Und wir fangen mit Nusa Lembongan an. Die Tickets für die Fähren könnt ihr immer ganz einfach über Want2Go Asia buchen. Link ist unten in der Infobox. Da einfach eingeben, hey, ich will von Sanur nach Nusa Lembongan. Dann spuckt es euch die Zeiten, die verschiedenen Preise aus und dann könnt ihr das ganz easy darüber abschließen. Denkt nur dran, ihr müsst davor trotzdem noch zu einem Ticket-Counter, um euer Ticket und euren Boarding-Pass zu holen. Aber das steht auch alles immer auf den Tickets drauf. Tatsächlich wurde der Hafen auch 2023 komplett neu gemacht in Sanur. Und es ist jetzt richtig komfortabel, da einzusteigen. Früher musste man dann einfach am Strand durchs Wasser laufen. Jetzt ist es alles richtig schön und viel, viel organisierter. Warum ich Nusa Lembongan so gern mag, ist einfach, weil es ein Hidden Gem ist. Da ist es noch so viel ruhiger wie auf der Hauptinsel. Es gibt trotzdem schöne Strände. Es gibt eine Bar, die richtig auf dem Wasser ist. Man kann sich easy abseits von diesem ganzen Verkehr auf Bali an einen Roller gewöhnen. Wobei das Thema Roller 2023 ein bisschen kritisch werden könnte. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, weil der Gouverneur von Bali das irgendwie verbieten will, dass in Zukunft Touristen Roller ausleihen können. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aktuell gibt es noch keine Info. Wir hatten da auch eine richtig schöne Unterkunft beim Zero Waste Café. Auch da ist das Essen richtig gut. Allgemein, es gibt einen super coolen Thailänder auf Nusa Lembongan, den ein oder anderen Beach Club. Und man kann auch da einfach am Strand entlanglaufen und einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen genießen, ein bisschen abschalten. Gerade wenn man so einen Urlaub startet, einfach mal mit so einem ruhigen Start. Für alle, die noch nie Mangroven gesehen haben, da gibt es zum Beispiel auch so einen Mangroven Forest, wo man da auch da mit dem Kajak durchfahren kann. Und es gibt zum Schnorcheln den Mangrove Point und das ist einer der schönsten Schnorchelspots, die ich bis jetzt je gesehen habe. Meistens schnorchelt man da an 2 verschiedenen Spots und zwar einmal an dieser Wand von Nusa Penida und einmal auch an diesem Mangrove Point von Nusa Lembongan und die sind wirklich wunderschön. Kann man von Nusa Lembongan aus machen oder auch von Nusa Penida, wo ich euch als nächstes empfehlen würde hinzufahren. Wenn ihr so 2 Nächte in Nusa Lembongan wart, dann geht einfach mal weiter zur nächsten Insel und zwar nach Nusa Penida. Da ist nicht nur der world famous Instagram Beach, dieser Kling Kling Beach, der natürlich auch mega atemberaubend ist und es lohnt sich da definitiv früh hinzufahren, weil irgendwann wird es tatsächlich mit Touristen überfüllt sein. Das heißt, je früher ihr da seid, desto mehr habt ihr die Möglichkeit, dort einfach alleine zu sein und desto mehr könnt ihr die Zeit da auch genießen. Schaut auch ein bisschen nach oben, wo es ein bisschen abseits ist. Da habt ihr die schönsten Spots und könnt komplett auf die Bucht runterschauen. Man kann tatsächlich auch runterlaufen. Auch da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Es ist sehr, sehr anstrengend, vor allem auch wieder hochzulaufen. Vermeidet es in der Mittagssonne und nehmt euch unten auch vor den Wellen in Acht. Geht da auf keinen Fall schwimmen und geht auch nicht hinten in diese Höhle rein. Wir waren damals nämlich hinten in der Höhle, wollten ein Foto machen und dachten, so weit kommen die Wellen nicht. Und dann hat uns plötzlich doch einer überrascht und fast raus aufs Meer gezogen. Also war nicht so cool. Deswegen passt da auf jeden Fall unten auf. Ansonsten gibt es da in der Nähe dann noch den Broken Beach. Auch das ist unglaublich. Also wirklich spektakuläre Natur, was man da sehen kann. Ein weiterer Hotspot ist natürlich noch der Diamond Beach. Da war ich selber noch nicht. Aber auch der ist natürlich Instagram und world famous und sollte man, wenn man natürlich die Zeit hat, auf jeden Fall anschauen. Aber ihr müsst natürlich damit rechnen, dass es einfach Touri-Attraktionen sind und wenn ihr selber mit Natur unterwegs seid, da werden relativ viele Leute sein. Außerdem ein Must-Do in Nusa Penida ist es, die Mantas zu sehen. Das heißt, es gibt da einen Manta-Point und da kann man entweder schnorcheln oder tauchen. Wir haben das Ganze schon 2-mal gemacht mit Nomad's Dive. Die waren richtig gut, kann ich euch absolut empfehlen. Preis-Leistung ist da wirklich super und die sind auch super nett. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, solche riesen Mantas zu sehen. Also wirklich
einzigartig und das muss man auf jeden Fall gemacht haben. Wenn ihr dann 3 Nächte in Nusa Penida verbracht habt und da die schönsten Spots euch angeschaut habt, dann geht hoch nach Gili Air. Da wird es wieder ein bisschen ruhiger, da kann man wieder nicht so viel machen, um einfach ein bisschen mehr zu entspannen. Kleine Warnung vorneweg, die Bootsfahrt dauert so 1,5-2 Stunden nach Gili Air und teilweise war es auch ein bisschen voll. Und ich muss sagen, ich war damals sehr, sehr froh, dass wir nicht in Gili Travangan ausgestiegen sind, weil ich bin nicht so der Partymensch. Wenn ihr jetzt voll die Party-People seid, dann geht gerne auf Gili Travangan, dann seid ihr da auf jeden Fall besser aufgehoben, könnt da Party machen. Ich bin eher so der ruhigere Typ und gehe gerne nach Gili Air, wo ich dann einfach schnorcheln kann. Ich kann Schildkröten sehen, wunderschönes Riff vorne dort. Also ich habe damals auch 2 Wochen auf Gili Air verbracht und ich fand es mega. Das Video dazu verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Mir wurde selbst in den 2 Wochen nicht langweilig, wenn ich einfach mehr vorne dort habe und einfach auch entspannen und chillen kann und den Vibe der Insel genießen. Aber wenn ihr natürlich eher ein bisschen Action und Party braucht, dann ist Gili Tiel wahrscheinlich so die bessere Option. Auch zu Gili Air habe ich natürlich schon ein Video gemacht und ist unten verlinkt. Und dann, wenn ihr da auch nochmal 3 Nächte verbracht habt und einfach ein bisschen nochmal runtergekommen seid, entspannt habt, dann geht's auf die Hauptinsel und zwar wieder zurück nach Bali. Ihr werdet in Padang Bay wahrscheinlich ankommen und von dort aus könnt ihr dann runter nach Ubud fahren. Das ist dann da auch schon in der Nähe. Und Ubud, da wird euch dann erstmal der Schlag treffen, wie viel da einfach los ist. Und deswegen, da kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwo wohnt, wohnt ein bisschen außerhalb. Ich verlinke euch auch übrigens Unterkünfte, die ich euch so ein bisschen empfehlen kann in den einzelnen Orten, einfach mal unten in der Infobox, das ist einfacher, da muss ich jetzt nicht jedes immer ansprechen, aber da hatten wir auch teilweise richtig schöne Unterkünfte und in Ubud ist es natürlich ein Must-Do, die Reisterrassen zu machen, also die Tagalong Terraces. Kosten mittlerweile auch Eintritt oder man sitzt sich einfach nur an einen Café hin am Rand und genießt einfach nur den Ausblick. Auch das ist natürlich möglich. Teilweise hatten die Restaurants auch richtige Pools vorne dort. Auch das ist natürlich mega. Außerdem gibt es natürlich zahlreiche Wasserfälle rund um Ubud, die ihr da machen könnt. Also da blende ich euch mal ein bisschen was ein. Also da gibt es verschiedene Wasserfälle, die ihr einfach da bestaunen könnt. Sucht euch einfach die raus, die ihr machen wollt, die ihr sehen wollt. Es gibt teilweise auch auf Airbnb oder Get Your Guide so ganze Wasserfalltouren, wo ihr einfach verschiedene Wasserfälle anfährt. Auch da ist es natürlich so, und ich muss das auf Bali wirklich überall dazu sagen, weil man das nicht kennt. Wenn man nicht ganz früh hingeht, dann ist da was los bei den Wasserfällen. Wir waren jetzt noch bei dem hier, da waren wir ein bisschen später und da muss ich sagen, der war nicht ganz so überfüllt. Wir waren 2019 noch bei den 2 anderen und die waren teilweise schon sehr, sehr, sehr voll. Ein Abenteuer, das ihr auch mitmachen könntet, ist es die Mount Batur Besteigung. Also das ist praktisch der Vulkan, wo man drauf hiken kann. Da geht es dann nachts um 2 Uhr morgens, glaube ich, los. Man fährt von Ubud aus zum Mount Batur und fängt dann da an, nachts hoch zu hiken zum Sonnenaufgang. Wir hatten da ein bisschen Pech mit dem Wetter, als wir das gemacht haben. Deswegen, der Ausblick war nicht ganz so atemberaubend, wie wir es uns vorgestellt haben. Es war tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, gerade so morgens da hoch zu hiken und auch ein bisschen frisch. Aber oben gibt es dann auch Frühstück, man ist bei dem aktiven Vulkan und hat halt einfach da eine schöne Aussicht. Also das kann man auf jeden Fall auch an einem Tag mal machen. Man ist da, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, gegen so 10, 11 wieder zu Hause und kann dann den Tag auf jeden Fall noch entspannen, vielleicht zu einer Massage gehen, nochmal ein bisschen chillen und sich ausruhen für den nächsten Tag. Ich denke, wenn man die Mount Batur Wanderung an einem Tag macht, dann kann man in Ubud auf jeden Fall auch 3 Nächte bleiben und dann bleiben für 14 Tage noch 2 Nächte in Canggu. Also wenn ihr jetzt wirklich genau nur 14 Tage Zeit habt oder 14 Nächte. Canggu ist natürlich der haupttouristische Teil, wo die meisten Beachbars, die meisten Beachclubs und halt einfach so dieses wirkliche volle Touri-Leben stattfindet auf Bali. Muss man mögen, kann man aber auch sagen, okay, brauche ich jetzt nicht allzu lange, weil es halt doch sehr, sehr, sehr voll ist. Natürlich ist auch Canggu auf jeden Fall ein cooler Vibe. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, da in der Nähe ist der Sisse Beach. Das ist so ein schwarzer Beach. Da gibt es auch so eine kleine Beachbar, wo es auch echt günstige Getränke und Essen gibt. Also da kann man sich auch mal gerade für ein Sunset absetzen. Auch das war sehr, sehr cool, kann ich euch absolut empfehlen. Ein richtig cooler Strand. Und ansonsten tobt euch einfach kulinarisch aus in Canggu. Da habt ihr echt so die beste Auswahl, was das Essen angeht. In den Warung-Lokal zum Beispiel gehen. Der mega berühmte Beachclub La Brisa hat natürlich auch was. Also ist natürlich alles ein bisschen teurer. Oder wenn man zum Beispiel zum Atlas Beach Club geht, auch das ist natürlich auf jeden Fall eine Erfahrung wert, aber ist natürlich sehr, sehr Western-Touri-mäßig. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr auch nochmal runter an die untere Ecke nach Uluwatu gehen. Da habt ihr zum Beispiel auch noch richtig schöne Küsten und Strände, die ihr da auch noch exploren könnt. Das auf jeden Fall. Und natürlich immer noch hier oder da einen Tag mehr verlängern. Weil für 14 Tage, das ist schon eine sehr straffe Reiseroute und ihr werdet danach nicht mega erholt sein, auch wenn ihr natürlich ab und zu in Gili Air mal nicht so viel zu tun habt oder auch auf Nusa Lembongan. Ich habe da schon so ein paar Sachen eingeplant, wo man auch mal mehr entspannen kann und trotzdem halt wunderschöne Strände sieht. Weil ich finde gerade so diese schönen Strände, die man halt sonst immer von Bali sieht und dann irgendwie nach Canggu oder Seminyak kommt, wo dieser grau-braune Strand ist, dann denkt man sich so, okay, für die Surfer vielleicht ganz cool, aber schwimmen will ich hier nicht.
Ich hoffe, euch hat die Reiseroute gefallen. Wenn es euch weiterhilft, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich über den Kommentar freuen. Was waren eure Bali-Highlights? Schreibt es mir gerne und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.